Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft 1.18. Jo, wir sind hier wieder zu Hause. Wir haben eine Angel gefunden und haben, ja, ich habe jetzt zwischen den Aufnahmen ein bisschen geangelt. Hier, die Angel haben wir gefunden mit Reparatur, hab mit der geangelt und diese Angel noch gefunden. Und noch zwei Sachen, die sind hier unten tief unter Wasser gewesen. Der Axolotl und ein schöner Fisch, der ein bisschen geleuchtet hat. Jo, haben wir nochmals einen Fisch. Okay. Es ist ein bisschen zu dunkel. Aber es ist wahrscheinlich blau oder grün. Ein bisschen braunen Streifen oder Orangen Streifen. Genau konnte ich es leider nicht erkennen. Aber so Fische möchte ich gerne fangen für ein Aquarium. Im Singleplayer-Mode geht es auch besser mit dem Aquarium, dass es nicht. Dass die Fische nicht immer sterben oder so. Und ja, ich hoffe es jedenfalls, dass es einfach besser geht. Gerade so jetzt die Motivation, irgendwo online zu spielen, ist nicht so da, weil es nicht so viele Mitspieler gibt. Keine Ahnung. Die meisten spielen wahrscheinlich 1.18 oder andere Games. Gibt es jetzt momentan leider nicht so viel zu tun. Also einfach Mitspieler zu haben. Und ja. Wir haben drei Diamanten jetzt. Jetzt können wir endlich eine Spitzhacke machen. Einen Diamanten haben wir, glaube ich, noch gefunden irgendwo. Irgendwo sein im Tempel. In einem Tempel. In einem Tempel. In einem Tempel. Wir haben gar keinen Tempel, glaube ich, gefunden. Ja, so was. War nämlich online. War auf Isoltis. Ich glaube im Livestream. Also hier drauf tue ich noch etwas bauen. Ich weiß es noch nicht genau, vielleicht ein Teil vom Haus. Muss ja auch etwas Spezielles sein, oder? Und ich habe geplant, hier drüben auch noch etwas zu bauen als Ausgleich. Was hier hinkommt, weiß ich noch nicht. Das dürft ihr gerne wünschen. So, also wir gehen minen. Wir gehen nochmals ein Strip Mine machen. Wir brauchen nochmals. Ja, zwei Eimer Wasser. So. Der Brunnen haben wir hier oben hingetan. Genau. So. Und also das ist jetzt unsere Eisenmine. Die könnten wir eigentlich schon noch tiefer machen. Ja, wir machen die Eisenmine nicht. Wir machen die Eisenmine zur Diamantmine. Und dafür müssen wir zu 51 runter ungefähr. Also minus 51 meine ich. Jo. Also, fahren wir mal ein bisschen schneller runter. Jo. Also, bin mal gespannt, wie es so läuft mit meinen. Ist natürlich wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger. Auch Obsidian zu finden, ja jetzt abbauen können. Dann könnten wir schon, ja, ins Nether gehen, wenn wir Diamanten haben. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht gerade so schwierig sein wird, weil das letzte Nether, das ich betreten habe, ja, war völlige Kanone, völliges Gast Geschosse. Ah, so viele Geschosse gekommen sind. Also, naja, es waren zwei Gast und die haben natürlich relativ schnell geschossen. Okay, hier haben wir einen Riss. Aber hier ist nicht viel. Ja, leider uns hier durchgraben. Okay, ja, also, dann gehen wir einfach weiter. Oh, ich habe immer zu wenige Blöcke. Muss ich die noch offen lassen, bis ich die. Ja, jetzt haben wir zum Beispiel schon Diamanten gefunden. Luxus! Einen nicht mehr. Doch, zwei. Schade. Hätte ein bisschen mehr gebraucht, aber ich glaube, die Erze wurden kleiner. Ja gut, nächstes Mal mehr Glück.
habe jetzt wirklich gar kein. Nein, ich muss jetzt Andesit nehmen. Aber hier gibt es gar keinen Stein. Ein Koppel. Ich verwende doch immer Koppel. Ah, jetzt sag ich, das wäre Kohle, aber das ist Diorit. So, jetzt sind wir hier angekommen, wo halt einfach der härtere Stein ist. Wir könnten schon oben farmen. Wird es vielleicht sogar gehen. Dann müssen wir wieder hoch. Einfach hier oben farmen, wo noch normaler Stein ist. Also zum Beispiel hier. Okay, machen wir mal einfach in die Richtung. So. Einfach mal Strip Mining. Ich hoffe nicht, dass es zu viel. Ja, da kommen schon wieder diese Bruch. Schiefer. Tiefenschiefer, oder wie die heißen. Ja, Tiefenschiefer. Dann Tiefen. Schief. Okay. Ja, also. Jo, wir sollten noch ein paar Diamanten suchen. Ein paar Level machen. Und dann gehen wir mit Nether. Also eigentlich jetzt, sobald wir Obsidian finden. Oder Lava. Dass es nicht fließt. Okay, jetzt haben wir leider wieder hier. Müssen wir eigentlich nochmals ein bisschen höher gehen. Weil wir hier tiefen Schiefer haben. Okay, Ton. Ton. Ton wieder. Jetzt hier wieder. Kann es das sein, dass wir jetzt wieder ein bisschen zu hoch sind? Wir sind bei 3. Eigentlich sollten wir unter 0 sein. Ja. Tiefenschiefer ist hier prekär vorhanden. Bei uns beim Runtergehen, Runtergraben ja nicht gewesen ist. Aber hier haben wir wieder genügend Cobblestone. So. Ich weiß nicht, ob ich nächste Folge dann schon ein bisschen bauen soll, wieder weiter. Aber mir geht es eben momentan noch nicht so gut. Also, ihr merkt es vielleicht, ich bin ein bisschen wenig bei der Sache. Das liegt einfach, ich habe extreme Ohrenschmerzen und Kopfschmerzen, tut mir leid. Ja, und ich muss halt immer auch schauen, ob ich jetzt genug laut rede oder so, weil ich immer wieder ein bisschen leiser werde, weil mir die Kraft fehlt. Einfach momentan der Stress, vor allem, weil ich ja wenig Cortison habe. Kann ich den Stress nicht so gut abbauen und ja, es wird wieder völlig der Stress leider. Jo, und dem Rollenspiel, ja, ich kann jetzt wirklich nicht ganz so gut das Rollenspiel machen. Dieser Folge tut mir. Ja, wir sind ja eben eigentlich ja, einfach hier in die Welt reingezogen worden. Und machen das so Rollenspiel, dass ich halt auch wirklich weiß, dass ich ein Let's Player bin. Ich gerade nur ein Mensch bin, ein fremder Mensch. Ich bin immer noch der Drago. Ja. So, also ich bin eigentlich wirklich sehr begeistert vom Spiel. Einfach dem neuen Update und kann es leider nicht so rüberbringen, weil ein bisschen die Sprache wegbleibt. Also, ihr kennt es wahrscheinlich, diese Nervosität wegen Stress. Und ich habe die Nervosität wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen da. Bei mir. Ich kann jetzt gerade nicht so sagen, ja, es gefällt mir was jetzt nicht. Es ist einfach völliges Chaos, ein Karussell im Kopf. Naja. Eben, es ist wirklich super, wie der World Generator ist, weil jetzt auch ein bisschen Ton zu finden ist unterirdisch. Können wir wirklich da auch mal dann schneller an Betonblöcke oder so kommen, an Trockenbeton. Und ja, vielleicht auch ein bisschen Quarz herstellen. Wieso nicht? Also, ich werde sehr, sehr viele Gedanken machen über das Bauen. Das Bauen jetzt nicht immer so mega zeigen. Das können wir auch dann wirklich in Livestreams oder so machen, wo ihr dann mitwirken könnt. Danach wirklich sagen könnt, was ihr sehen wollt, also was ich bauen soll und so weiter. Und hier im Let's Play eher so mit, ja, mit Rollenspielaspekten, Punkten. Dazu gehört halt auch das Farmen, das ja, Rohstoffe produzieren und so weiter. Genau. Das Bauen und das
für Rohstoffe farmen, das machen wir dann meistens in den Livestreams. Oder auch im Let's Play dann auf das Bauen und das Farmen von Rohstoffen, ich weiß nicht. Ja, würdet ihr wahrscheinlich nicht so gerne sehen. Okay, wir sind bald voll. Ja, vielleicht mache ich ja nicht mehr so lange Parts momentan. Nicht wundern, wenn die Parts mal nur 15 Minuten sind, sondern 50 Minuten. So ganz anders sind. Aber je nachdem, wie es mir geht, muss ich halt den Part ein bisschen kürzer machen oder so. Ja. Okay. Ist das Strongholds in der Nähe oder ist es einfach jetzt momentan so, dass die es spawnen können? Ich glaube, die können in den Gebirgen auch spawnen. Stimmt das? Sind wir in einem Gebirge? Wir sind im Swept Forest. Und Swept Forest ist etwas Neues. Keine Ahnung, was Swept Forest ist. Swept weiß ich auch nicht, was das heißt auf Deutsch. Ja. Okay. Schönes Granit. Recht viel Eisen. Aber Kohle wollte ich eigentlich farmen. Kohle gibt es halt nicht mehr so häufig hier unten. Da müssen wir wieder oben ein bisschen farmen. Schade. Ja, und wie kommen wir jetzt hoch? Also wir müssen hier unten halt jetzt einfach mal noch eine Kiste machen. Und dann irgendwann mal abholen. Wenn wir dann Leitern haben. Wir haben halt jetzt noch keine Leitern gebaut mehr. Wir kommen jetzt gar nicht mehr nach oben. Ja, und Minimap und so andere Mods funktionieren immer noch nicht. Keine Ahnung. Kann da nicht viel dazu sagen. Okay, leicht Moos vielleicht. Da hätten wir noch ein bisschen Eisen. Soll ich das schon mitnehmen? Das wäre jetzt hier. Das Wasser. So. Also, ja, und selber wollte ich ja auch mal so im Oktober mal modden. Ich brauche unbedingt einen Mod, der eine Farmwelt macht. Also, gibt es schon seit mehreren Versionen nicht mehr, leider. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich da sonst nehmen soll, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt extrem viel von der Welt weggraben. Ich brauche einfach Farmwelten in Minecraft. Ja. Keine Ahnung. Muss mir vielleicht sonst doch ein privater Server aufmachen. Dann einfach online. Dann Plugins habe und Datapacks. Ja, kann es schon finanzieren, ja. Aber ich will jetzt nicht unbedingt Mitspieler dabei haben. Wahrscheinlich viele Leute dann fragen, hey, Drago, kannst du jetzt mich einladen auf deinen Server und so? Das wird wahrscheinlich dann einfach nicht gehen, weil ich es eigentlich als Singleplayer dann nutze, oder? Ja. Weil einfach, ich brauche die Farmwelten und so. Ja gut. Wir sind voll. Das heißt, wir machen jetzt hier mal eine Crafting Bench. Gehen dann einfach zurück. So, also nicht vergessen, hier ist eine Truhe. So, mit ein bisschen Stein. Wir nehmen einfach mal. Koppel nicht mit, Bruchstein, Schiefer nehmen wir nicht mit. Die anderen Sachen nehmen wir nach oben. Ein bisschen, ja, ich nehme das nicht mit. Ich will ja die Spitzhacke nicht kaputt machen. Also jetzt brauchen wir einen Lavasee, vielleicht einen überirdischen Lavasee, um ein bisschen Ding zu holen. Obsidian. Und dann gehen wir mal ins Nether. Ob es jetzt schon wirklich Zeit ist, das Nether, ja schon. Aber wir gehen jetzt heute noch ins Neffe. Noch nicht so weit. Okay, wie machen wir jetzt das? Wie kommen wir jetzt nach oben? Ja, eigentlich nach oben stecken. Also dann benutzen wir mal Granit. So, und stecken uns einfach hier nach oben.
sonst auch nicht nach oben anders. Jo, bis die Leiter da ist, sieht man das jetzt auf der anderen Seite wahrscheinlich. Ja, jetzt. So, jetzt sind wir eigentlich wieder oben. Jetzt haben wir einfach Nacht. Okay. So, jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser, wie zum weniger Kopfschmerzen. Aber Minecraft am Anfang hat mir jetzt ein bisschen Kopfschmerzen gemacht. Vielleicht die Grafik, die Pixel. Er hat mega gute Augen und das tut mir dann immer ein bisschen weh, wenn ich halt irgendwie Pixelgrafik oder auch zu gute Grafik sehe. Ja, ich habe am liebsten einfach so, ja, sagen wir 5 Jahre veraltete Grafik oder so am besten. Ja, also nicht gerade GTA Online oder so, das ist ja schon mehr als 5 Jahre alt, aber ist es mir ein bisschen zu schön. Also, und ja. Minecraft ist halt einfach ein bisschen zu wenig schöne Kraft. Aber das ist ja klar, das ist viele nicht so schön. Kann man nichts machen? Kann man nur Sachen machen? Wir brauchen jetzt einen Feuerstein und noch Eisen. So, dann machen wir doch unser Feuerzeug. Und jetzt suchen wir mal einen Lavasee. Wir haben Lava zwar irgendwo gehabt. Wir gehen mal in die Richtung. Hier in die Richtung waren wir noch nie, glaube ich. Also ein bisschen einfach am Meer entlang, aber ein bisschen im Inland waren wir noch nie. Oh. Ja, genau. Probiert doch so schon. Ja, ich habe gerade die Taste mit dem Rennen nicht bereit gehabt. Das ist ja die Stricktaste und ist mir einfach ein bisschen zu umständlich zum Rennen. Müsste ich sie vielleicht umlegen, aber ich weiß nicht in welche Taste, die sind ja alle belegt in der Nähe von WSD. Naja. Und ja, schleichen ist natürlich wichtiger für uns halt. Nun gut, also in die Richtung waren wir glaube ich noch nie. Ja, der Schwarzeinwald ist dort immer sehr dunkel und deshalb spawnen dort Monster. Okay, ist ein Durchgang. Haben Sie jetzt nichts zu sehen direkt? Okay. Ja, ich hätte gerne einen Lavasee. Und wo gibt es in dem neuen Welt Generator Lavaseen? Die sind ein bisschen seltener geworden, scheinbar. Ja, also unterirdisch gab es keine Lava. Hier gibt es keine Lava. Hier ist wieder der Sumpf. Wir waren ja ein bisschen durch den Sumpf gegangen. Okay, waren wir hier schon ein bisschen mehr. Gehen wir mal in die Richtung. Hier gibt es ja sowieso den Berg, den schönen. Ja, also schauen wir mal die Koordinaten an. Und 1276 und 500. So 1200 und 500 minus. Ja. Okay. Merken wir, dass wir da wieder nach Hause finden. Ihr wisst ja, es ist relativ schwer geworden, nach Hause zu finden, weil natürlich jedes Biom ein bisschen anders aussieht. Von der Form. Nicht vom Aussehen, aber von der Form, wie es generiert wurde. So, ich hätte gerne, ja, ein paar andere Sachen gefarmt. Also diese Maiglöckchen, die sehen einfach wunderschön aus. Also die werde ich sicher ein bisschen benutzen zum Dekorieren. Aber ich will sie jetzt nicht hier in der Region nehmen, sondern ein bisschen weiter weg. Und eben, ich möchte eigentlich ja Lava finden. Hallo? Gibt's hier Lava für den Drago? Hey, Lava. Lava, Lava. Lava. Nicht Wasser, Lava. Bitte. Ich möchte Lava finden. Gib's mir. Gib mir das Lava. Gib mir das Lava. Ich habe irgendwie das Gefühl, es tut mir auch ein bisschen langweilig, immer so kleine Löcher zu finden. Aber ja, es ist nie etwas so richtig drin. Es ist zu selten, dass drin wäre. Ja, es lohnt sich nicht, diese Löcher immer wieder abzuarbeiten. So, wir gehen einfach immer in diese Richtung. Oh, braune Schaf, cool. Natürlich, braune Wolle mitnehmen. Ha, Schokolade, Schokowolle. Schokowolle. Ah, freut mich, dass ich jetzt gerade wieder ein bisschen einen klaren Kopf habe. Ja,
Kann ich wieder ein bisschen mehr machen. Aber ich finde leider keine Lava. Also hier hätten wir noch hügelige Berg, waldige Berg. Wissen. Genau, aber hey, nicht abbauen. Drago möchte doch ein bisschen Tintenbeutel. Dankeschön, dass du gestorben bist. Jagd, Jagd. Gleich und, über Wasser. Das ist blöd, dass man über Wasser nicht auch so schnell schwimmen kann. Ja. Chichi. Hast du gut gemacht. Ich glaube, das reicht schon. Die sind ein bisschen so schlecht empfangbar. Die wurden ja, glaube ich, in der letzten Version mit diesem Tinten. Mit dieser Tintenfluchtattacke bestückt. Und ja, es ist wirklich schwieriger geworden, die zu fangen. Habe ich ein bisschen unterschätzt. Ja, wir brauchen noch Sand für Glas, aber das möchte ich hier auch noch nicht irgendwie so ein bisschen abbauen. Ja, es ist wirklich nicht gerade so ein schönes Biom. Also hier könnte ich schon, denke ich mal. Also ich finde einfach, ja, im nächsten Wild-Update 1.19 wird er überarbeitet. Sollte noch ein bisschen dekoriert sein. Also es sollten noch Blumen sein, noch bestimmte Tiere. Was gibt es in Birkenwäldern für Tiere? Eichhörnchen. Irgendwie, ich weiß es nicht. Größere Tiere. Dachse würden eigentlich passen. Ja, Dachse würden passen, weil sie auch ein bisschen weiß sind. Das würde passen. Aber ich sehe gerade wirklich, ich sollte langsam auch wieder zurückkommen gehen. Wir finden einfach keine Lava. Wo ist denn Lava hin? Oh, dieses arme, böse Lava, das immer wieder Spiele verbrennt. Wo ist es denn hin? Ich finde keine Lava, Lava. Lava. Keine Lava. Ja, gut. Tut mir leid, liebes Spiel, ob das Spiel langweilig ist. Immer das gleiche Biom hier auch. Also hier könnten wir eine gigantische Stadt bauen. Ich wäre dafür. Einfach alles Birke weg. Genau so eine Birkenstadt. Die Birkenstadt könnte ich hier bauen. Ja, wieso nicht? Da ist noch ein bisschen. Nicht tröste. Hallo. Ich habe die andere Taste gedrückt. Definitiv. Ja, das ist Lava. Lava ist neu blau. Hallo. Da unten ist sicher Lava, ganz unten. Oh, Tropfsteinhöhle. Wow. Wow. Sehr schön. Dann haben wir hier noch Schafe. Ah, das ist irgendwie Erde gewesen. Ich dachte, ein braunes Schaf hätte mir noch angeschaut. Aber die Erde ist halt auch braun. Ja, ich sehe jetzt nicht ganz so detailliert im Hintergrund. Da fehlt halt auch noch Iris oder. Ja, Optifine ist eigentlich besser beim Grund anschauen. Wisst ihr was? Ich habe doch das Boot dabei. Wir gehen einfach mal hier durch. Kohle könnten wir hier noch abbauen, aber es ist unter Wasser. Okay, es geht leider nicht so weit unter. Okay, schade. Da lohnt sich nicht. Gehen. Geht es hier rechts irgendwo noch vorbeizugehen? Lohnt sich das? Nur knapp. Ja, da haben wir auch nochmals einen Berg. Ein Birkenbiomenberg. Hier haben wir auch irgendwas. Hola! Isiretus. Nur sehr viele Stalaktiten. Ja, gut. Also. Die vier Bäume da oben, die müssen wir merken. Dort ist ungefähr unser Haus dann hinten dran. Aber von der Seite sieht man das wieder nicht so gut. Aber hier haben wir ja diesen ja, Berg mit der Ebene. Also wir müssen alles kombinieren halt. Es gibt einfach Hügel, Täler und so mit verschiedenen Biomen. Und wir müssen diese Biome mit den Hügeln und Bergen und so kombinieren, dann haben wir es auch ein bisschen draus, dieser World Creator. Wird wahrscheinlich nicht gerade so schwer sein, uns zu orientieren.
Ich werde auf jeden Fall zwischendurch manchmal auch ein paar Feldwege zwischen den Bauten machen. Aber wir haben halt jetzt nur an einem Ort gebaut, also es lohnt sich jetzt noch nicht irgendwo hin, einen Weg zu bauen, oder? Wir finden das schon. Also mit einer Minimap dann endlich hoffentlich geht, dann auch bald Fabric. Auch ohne, also mit Installer. Ja, ich kann es einfach nicht installieren, weil Minecraft ladet das gar nicht. Also ich weiß nicht, was ich falsch mache. Vielleicht muss ich noch ein Tutorial finden oder so. Wenn ihr ein Tutorial habt für Fabric-Installation für 1.18, dann gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wir haben echt dieses Biom nicht. Dieses Ice-Spike-Biom haben wir leider nicht hier in der Nähe. Ich gehe jetzt mal hier auf den Berg und schaue mich mal ein bisschen um. Ja, müssen dann wieder zurückgehen ohne Lavasee. Okay, dann habe ich geschafft den Sprung. Super. Schlafen kurz. Da haben wir das Bett. Okay, da haben wir einen besonderen Berg. Viele Bienen scheinbar. Und da unten haben wir noch Rosen. Und ein paar Rosen mitnehmen. Nehmen auch nicht in der Nähe. Ich lasse hier ein bisschen mehr Wildland um uns aus. Um unser Haus, das eigentlich eher so für die Farmen und so dann ist später, lasse ich das Wildleben und dann auch in der Nähe von Städten. Also wir müssen jetzt in die Richtung. Hat hier überall Bienen. Ich liebe Bienen. Also wir einfach gerne manchmal Bienen haben auch in der Nähe. Weil sie einfach alles ein bisschen lebendiger machen. Es ist einfach die Lebendigkeit. Jo. Oh. Hier haben wir hier irgendwo Lava. Sagt doch niemand etwas. Hallo? Habe ich hier irgendwo Lava? Nein. Drago. Du hast immer Pech. Danke schön. Sehr gut. Hey. Bisschen Schlingel. Böses Skelett habe ich nicht angreifen können, irgendwie. Konnte nicht schlagen drauf. Das ist immer wieder so der Fall im Kampfsystem ab 1.9. Ich kann manchmal Gegner nicht angreifen. Ich drücke drauf, auf die Gegner drauf, aber er greift nicht an. So, wir brauchen Kohle. Oh. Immer im Weg, diese Stalagmiten. So. Komm, fahren wir mal ein bisschen von diesen Blöcken und ich glaube, die kann man auch abbauen, oder? Wo ist jetzt an? Droppt sogar. Immer von oben, also immer von der Spitze aus. Genau. Oh, schön, die sind zusammengewachsen. Nehmen wir ein paar mit. Wir können nämlich von denen auch eine Farm bauen. Ripstone Farm. Zum Beispiel Lava herstellen. Wir brauchen jetzt einen Kessel Lava. Nur einen einzigen Kessel Lava. Komm bitte. Also einfach, ja, so ein Eimer. Und gut ist. Also nur ein bisschen Lava. Sonst gäbe es eben beim Haus ja irgendwo eine Ding. Lava gibt. So, dann bauen wir doch mal noch ein bisschen Gravel ab. So, Kies. Ja, gut. Ja, lauter Gravel. Brauchen wir so lange. Ja, so ein Feuersteinsammlung hätte ich auch noch gerne schon. Weil ich möchte noch natürlich noch ein paar Pfeile herstellen können. Ja. Gegen diese Ghasts, aber gut. Wir haben jetzt noch nicht so viele Skelette gesehen. Da hat jetzt auch nur zwei gedroppt, dieses blöde Skelett, das runtergegangen ist. Aber die haben wahrscheinlich unendlich. Ja, die haben ja gar keinen Atem. Wie können die atmen, wenn sie keine Lunge haben? Stimmt. Dann sinken sie ja auch nicht.
Die sind mega OP unter Wasser. Habt ihr das schon mal gedacht? Die können schießen unter Wasser. Die können unendlich atmen. Die können gut tauchen, hat man jüngst gesehen. Sie gehen unter. Ja. Ja. Ja, ist gut. Also ich würde das sogar machen, online simulieren auf einem Host und dann auch einfach die Datapacks haben und die Plugins. Wenn ihr wisst, wie man das im Singleplayer auch macht, ohne dass man auf einem Server spielt, bitte gerne in die Kommentare. Ich habe jetzt gerade keine Idee, wie das gehen soll. Eine Serverdatei einfach aufmachen. Es hat sich halt alles ein bisschen geändert. Ich weiß es leider nicht mehr. Okay, es geht hier auch nochmals tief runter. Ja, ich ertrinke, wenn ich jetzt nicht hochgehe. Ich wollte nur ein bisschen anschauen. Nein, 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 ich stoppe. Klack, 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 stackelack. Wie kommen wir jetzt hier nach oben? Ich frage mich jetzt irgendwie hier durch. Ja, wir sind halt ein bisschen die Diamantspacke kaputt machen. Sonst kommen wir nicht mehr nach oben. So. Okay. Gut, sind wir wieder oben. Ging ja schnell. So, die Kohle nehme ich noch mit, sonst werde ich nicht mehr viel Spitzhacke graben. Also nicht alles. Kommen wir hier auch nochmals hoch, bitte? So, jetzt. Nein. Oh, ein Loch dazwischen gewesen. Eine kleine Ecke, nicht Erde. Nothing Erde. Nothing Mist. Nothing Forest. Haben wir hier irgendwo Lava? Ich vermisse dieses Blubgeräusch. Blub. Hot, hop, irgendwie so etwas. Und dann Donkey Kong Country 2. Ja, konnte ich nicht so gut sehen, nachsingen, aber es ist auch sehr schwer. Wie heißt der? David Cries oder so etwas? Irgendwie so ähnlich. Einer der besten Musiker. Ey, 1992 oder nein, 1994 glaube ich war Donkey Kong Country. 93. Ey, die beste Musik und heute 2021 gibt es nicht mehr so gute Musik. Nicht mehr so gute Musik, aber ja, auch noch gute Musik natürlich. Aber es ist einfach Wahnsinn, wie einfach die Musik oder auch manche grafische Details einfach zurückgegangen sind. Ich will wieder zurück in die 1990er. Ich brauche diese Games wieder. Oh, Grandia. Alunter 2. Oh. Background Story, oh, mega gute Spiele gewesen. Secret of Mana, ja. Mann, ich will wieder zurück in die 90er. Minecraft würde auch noch passen in die 90er. Hey, jo. Ja, einfach grafisch. Nicht technisch. Technisch ist noch 1970. Nein, ja. Technisch würde natürlich nie kein einziger PC das abspielen können. Ist ja auch klar. So, hier haben wir den Sumpf, dann müssen wir hier nach Süden und Süden ist wahrscheinlich in die Richtung. Ist hier. Was ist überhaupt hier? Facing West. Das ist Westen, dann ist das Süden. Nein, das ist Norden. Dann ist das Süden, oder? Hab mich gar noch nicht überlegt, was Norden und Süden war oder so. Wo überhaupt Norden liegt, aber Norden ist also dort hinten. Im Meer von unserem Ding.
Grundstück. Ja, im Meer. Schon richtig geil. Also gehen wir jetzt noch richtig? Ich habe mich leider jetzt schon wieder verirrt. Also dort drüben ist es wahrscheinlich, oder? Also so wie ich jetzt im Kopf habe, ist es dort drüben. Ja, dann gehen wir wieder nach Hause und suchen halt und ja, suchen wir einfach einen Berg nach Lava. Irgendwo südlich hat es nochmal so einen Lava-See. Hey, Dankeschön für die vielen. Ah ja. Hier haben wir Dschungel, also dann muss es da sein. Ungefähr da. Aber das Birkenbiom, also die Birkenbiome, die sind schon extrem stark. Oh ja, da. Oh ja. Oh krass. Drago ist glücklich. Dankeschön, liebe Tintenfische. Leuchtet so schön. Was ist denn mit euch passiert? Seid ihr mit Uran verstrahlt? Oh. Drei Stück. Okay. Haben wir hier irgendwo Lava? Unter Pro haben wir irgendwo mal Lava. So geil. Oh, mega Kessel. Ich liebe Kessel. Kessel sind auch schön. Was sind das? Grotten? Für mich ist es ein Kessel. Voll der Kieferkessel. Voller Kiefern der Tintenfische. Ei. Da ist doch Lava unten. Gib mir Lava, Lava. Ich wusste es. Leicht muss. Oh. Gib mir Lava. Lava, Lava. Lava, Lava. Ja, das ist so ein Running Gag. Also, das heißt Mana. Aber sagen können auch mal oder Lava, Lava. So ein, ja, einfach verendetes Lied. In Minecraft-Slang. Okay, jetzt wird es wieder Nacht. Schnell wird es Nacht. Hier haben wir überall Leuchtmoos. Gerade gescheit, so ein Creeper. So, einen haben wir besiegt. Der andere ist da hinten. Den störe ich mal nicht, der ist abwesend. Rein, Olfke! Ja gut. Dann hätte ich gerne wieder einen Weg nach oben, bevor es Nacht wird. So, mit der Schere Erderbahn geht auch nicht so gut. Leider nicht, leider kein Lava. Die Suche nach der Lava des Labens. Des Labens. Da hinten. Nein, das ist ein Skelett, das brennt. Ein Zombie, das brennt. Ein Zombie, das brennt, ja. Dann das brennt. Okay. Ich will noch kurz hier schauen. Da haben wir eindeutig keine Lava. Da gehe ich nicht rein. Ihr wollt's doch noch so, ey. So, jetzt sind wir neben dem Grundstück vorbei, scheinbar. Der große Kessel. Hier drinnen haben wir auch keine Lava. Hier sind wir doch vorbei. Kommt mir sehr bekannt vor, dieser Kessel. Oh, Gott, oh Gott, Draco. Oh. Dankeschön. Also irgendwo hier ist das Grundstück. Da vorne, oder? Da ist doch Lava. Ich habe Lava gefunden. Okay, ein Baum in einer Schlucht. So, wir sind ein bisschen zu weit Richtung. Was ist das für ein Weg? Westen. Dann. Haben eine tiefe Schlucht hier noch und wieder ein Schokoschau. Aber du bist nicht das gleiche, was wir schon mal abgefarmt haben. Nein, nein. Also hier in die Richtung muss es sein.
Ja, also überall Wege hinbauen. Ganz viele Wege bauen. Können wir bald machen. Wir haben ja auch bald vielleicht eine Dingfarm, eine Dorfbewohnerfarm. Müssen nur die Dorfbewohner irgendwo hierher kriegen. So, jetzt, da muss es sein. Okay, wir sind einfach ein bisschen zu weit nach Westen. Jetzt muss ich mal noch überprüfen, ja, nach Westen gegangen. Kann passieren, aber eben es ist auch sehr schwer. Also wenn ihr selber spielt, probiert mal nach Hause zu kommen ohne Hilfen. Ja, es wurde wieder schwierig durch diesen World Generator. So ein Mist, ey. Ai, ai, ai. Verdammt, Rücken den. Mein Rücken ist so richtig kaputt. Bitte spenden, ich habe einen kaputten Rücken, ich kann nicht livestreamen. Let's playen. Oh, Mist. Ich sag schon wieder zum Let's Play in Livestream, aber das ist klar. So viel Livestreamt. Im September und Oktober habe ich jeden Tag gelivestreamt. Ich habe erst im November dann wieder nicht mehr jeden Tag gelivestreamt. Ja. Ja, es ist eigentlich. Der Hauptgrund ist eigentlich wegen meinem neuen PC. Ich bin manchmal so geflasht und auch der Grafik und alles Mögliche, dass ich einfach manchmal ein bisschen überfordert bin. Also ein bisschen mehr überfordert als mit meinem alten PC. Durch meine verstärkten Sinne, durch meine Hochbegabung, durch mein Multitasking ist es nur ein bisschen schlimmer geworden. Ich finde es ein bisschen doof. Ich leide natürlich am meisten darunter. Und einfach auch, weil ich natürlich nicht so viel machen kann. Ich möchte gerne wieder mehr machen können. Geht aber nicht. Draco sonst zu viel zu tun hat. So, Tiere könnten wir noch holen irgendwann mal. Vielleicht im nächsten Part. Kurz mal Tiere holen. Ja. Schwarze Wolle. Haben wir irgendwo noch Fichten? Schwarzeiche. Haben wir irgendwo Schwarzeiche? Einfach mal nochmals. 64 Dinge haben. So und fertig. Also Lava hatten wir ja irgendwo auf der anderen Seite eines Hügels. Bitte dort oder hier hinten dran. Auf jeden Fall irgendwo. Dann holen wir doch Lava und einfach mal das Wasser irgendwo hinstellen. Wie könnte man jetzt Wasser vernichten? Mach jetzt hier mal irgendwo Wasser. Wäre nicht gut, zwei Lava. Wir müssen einfach Lava irgendwie ein Ding bauen, dass es nicht mehr fließt. Sonst müssen wir einfach irgendwo erkunden gehen nach einer Ruine. Vielleicht gibt es Obsidian dort drin. Aber ja. Okay. Gut, dann gehen wir wieder los. Wir holen ein bisschen Lava. Ah, genau, komm, wir machen diesen Trick mit dem. Ja. Ja, wir machen jetzt den Trick. Ja, dann hätten wir schon mal eine Lava-Farm. Geht ja noch, oder? Wurde nicht genervt. Geht noch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man es macht, aber das werden wir sicher herausfinden. Also eigentlich sollte entweder hier oder hier die Lava gewesen sein von Weitem. Also der Berg da, da lasse ich so, aber ich muss ihn irgendwie highlighten. Bisschen Leuchtfeuer dann hinstellen. Ja, das dauert noch. Genau, wegen dem Rollenspiel wird es auch noch ein bisschen länger dauern als sonst bei anderen Let's Playern oder so, die kein Rollenspiel machen. Speedrun. Da. Wird es so schnell wie möglich eigentlich machen. Dass ich alle Bosse besiege und so weiter. Aber zuerst müssen wir halt die Sachen auch verzaubern können. Und dafür brauchen wir halt jetzt auch wieder. Vor allem. Ja, Kühe. Dann brauchen wir noch Zuckerrohr anzupflanzen überall. Also wo ist jetzt diese Lava?
Aber hier. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo die Lava zu sehen war. Also hier hätten wir Kühe, aber in der Nähe haben wir, glaube ich, auch Kühe. Wo ist jetzt diese Lava? Irgendwo war Lava zu sehen. In die Richtung. Wir sind von hier gekommen und sollte eigentlich die Lava. Oh gut, was ich auch will. Saß war, also würde ich nicht mehr hüpfen, weil ich runtergefallen bin schon. Hä? Habe ich mich verfehlt? Also. Ich habe doch irgendwo Lava gesehen. Ey, das nervt mich jetzt ein bisschen. Wo ist die Lava hin? Irgendwo war Lava. War das, was ist das, Pilz? Ich habe Lava gesehen von Weitem. Ich muss mir das im Video nochmal anschauen. Aber ja, wir haben jetzt gerade keine Lava mehr in Sicht. Ich gehe, glaube ich, hier links durch, rechts durch, meine ich. Ja, gut. Verletze ich mich halt wieder ein bisschen. Ich spiele hier Rollenspiel, sollte man nicht so viel verletzt werden. Das ein bisschen vermeiden. Ich weiß es ja nicht, aber ich finde die Lava nicht mehr. Ich glaube, der Pilz da oben gewesen. Okay, dann haben wir doch keine Lava. Ich habe sie, glaube ich, gelöscht. Aber hier war irgendwo Lava. Auf jeden Fall. Okay. Ja, gut. Wartest schon gleich vorbei. Oh. Ja, mal heftig. Das ist ein Zombie-Farmer. Dorfbewohner. Okay. Cool, aber keine Lava. Freut mich. Ich freue mich. Ich habe keine Lava gefunden in diesem Paar. Null Lava für den Drago. Ha, 0:1 für den Gegner. Egal, ist mir so egal. Im Fußball gehören diese Resultate hin. Aber nicht in Minecraft. Drago hat verloren. Drago hat sein erstes Spiel verloren. Ich weiß nicht, aber ich kann irgendwie nicht Lava finden. Wisst ihr was? Wir gehen dort zum Eisen und schauen uns dort um. Nächsten Part. Wir werden in, wo wir das Eis, die Eisenmine haben, dort suchen. Ich glaube nicht so tief. Also sollten vielleicht schon tiefer gehen noch. Ja, machen wir das einfach im nächsten Part. Okay? Tut mir leid, aber ich habe jetzt wirklich nicht gerade so viel geschafft in diesem Part. Weil vieles erkunden war. Naja, wir, dafür sind wir wieder zu Hause. In unserer schönen Holzplattform, also auf unserer Holzplattform. Mehr ist es ja nicht. Naja, ich tue mal noch mal ein bisschen weiter fischen und mich ein bisschen beruhigen, weil ich ein bisschen angespannt bin. Wie mir jetzt gerade ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja, 50 Minuten Part ist natürlich auch schon recht viel. Gut, also dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.